Podcast. Wollen wir sehen, wie das High five. Okay. Ready? Bist du ready? You ready? Intern ready? You ready? 3, 2, 1. Boom. I'm back. Hallo beim Big Boys Podcast. Ich bin das ist der Thomas. Oh, ich wollte sagen, ich bin der Jörg. Das du bist ist der Jörg. Ja, du warst der Jörg. Ich war der Jörg. Eine Zeit lang. Aber der Jörg jetzt. Das ist nicht nur der Jörg, das ist Hafe-Jörg. Ja, wo ist 30 Kilo später und ein Baby mehr wieder da. So arg. Voll, danke, dass du meine Rolle übernommen hast. Das ist sehr cool. Jetzt fühle ich mich irgendwie als Gast in meinem eigenen Podcast. Das ist ja quite funny. I am the captain now. You're the captain. Gut, wir fangen an, wie immer, mit Shoutouts. Yeah. Ich gehe dabei auf Facebook. Muss machen mal. Shoutouts. Ich würde gerne einen Shoutout machen an den Felix Junge von Dreaded Downfall und von seinem Solo-Projekt Junge. Und ich habe ihn kennengelernt. Hast du ein Konzert gespielt? Ja, voll mit ihm. Also wir haben auch schon ein Konzert mit ihm gespielt. Bei Off Faces Down hat er nämlich auch Gitarre gespielt. Yes. Bei Call of Mothership. Und ich habe letzten Freitag eine Akustikshow gespielt und da war er der Main Act sozusagen. Und das war ein sehr cooles Set. Super sympathischer Mensch. Super coole Mucke. Wunderschöne Stimme. Hat so alles gebracht. Und er hat so ein Ding, wo so eine Kick kommt, wenn man drauf zu. Ein Kickpedal. Ja. Und ich habe ihn gefragt, ob er schon jemals In the Air Tonight gespielt hat von Phil Collins, nur mit dem einen Ding. Nein, aber wir arbeiten dran. Yeah. You gotta do it. Das kommt. Schade dann an Felix. Ja. Und der macht so Singer-Songwriter. Genau. Neben Heavy Music macht er auch Singer-Songwriter. Das macht Sinn. Genau. Ich mische mich da mal rein. Misch dich mal rein. Seit kurzem, es gibt eine Episode in der Zwischenzeit von einer neuen Page namens Metal Radio Austria. Das ist, zwei gibt's schon. Ah ja, bis es rauskommt, gibt es zwei. Weil wir sind immer so spät. Und zwar, das ist einerseits der Raffi, der Schlagzeuger von den Disaster Pieces, eine Slipknot Coverband, und Companion, eine Wiener Hardcore. Ja, Hardcore, no. Ist okay. Und eine Lady namens Renate. Und die stellen im Prinzip österreichische Bands vor und machen immer einmal im Monat eine Live-Episode auf YouTube. Und da quatschen sie ein bisschen, welche Bands das sind, was die so machen. Und dann stellen sie zwei Songs vor, dann gibt es auch ein Gewinnspiel und alles mögliche. Sie haben erst begonnen. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Von der Aufnahmequalität sind sie richtig, richtig gut. Also da habe ich mir angehört und gedacht, okay, sounds like actual radio. Ja, das ist toll. Sonst ist es, finde ich, ein bisschen eine typische erste Episode. Alles noch ein bisschen janky und bisschen bumpy und so, aber ja, deswegen bin ich gespannt, wie jetzt Episode 2 wird. Aber sie haben so einen Intro-Jingle, oder? So ein die haben alles, was man im Radio hört. Super ja, arg. Voll Metal Radio Austria. Ja. Da. Wir sind in so einer Dead-Rock-Nummer. Ja. Voll. Dead-Rock kommt jetzt wieder, glaube ich. Ja. Das ist ein Ding. Na gut. Ja, dann ein Shoutout an den Jean-Marc. An den Jeans. Wollt ihr kaut werden, so wie ich demnächst sage, Jeans. Woher kommt Jeans? Ich habe es nämlich auch gehört von irgendjemandem und ich dachte, das ist ein Spitzname. Ja, ich habe gesagt, ja, der Jeans, der Ermes ist gestorben vor Lachen. Der Jeans. Sag es und du verdienst dir deine Watschen. An den Jeans. Ja. Für sein cooles, super cooles Playthrough von Landscapes. Das ist auch nicht fett. Das war super ja. Fett, das ist super fett. Er spielt keinen Ton zweimal hintereinander, habe ich das Gefühl. Und er spielt jeden Ton richtig, wie immer. Also ja, es ist ja wirklich so, ja. Und er hat Geburtstag gehabt. Er ist das zweite Mal 29 geworden. Genau. Und er ist ein cooler Typ. Zeit für Dead Rock, oder? Zeit für Dead Rock, ja. 30, Step 29 ja. Ist eh das Ende, eigentlich. Nein, ist eigentlich 27. Ja, vor allem, okay. Stimmt. Gut, wen hast du noch? Who you got? Ein Shoutout an meinen wundervollen Bassschüler, den Jonas Ziegler. Der macht gerade fette Covers, Der macht gerade fette Covers, eins nach dem anderen. Good er macht sie viel besser als ich, lustigerweise. Das ja. Super cooler Sound, sogar mit Thumbnail und allem, super, super nice gemacht.
Nicht, dass ich überrascht war, dass er es kann, aber ich war überrascht, dass der jetzt wirklich im laufenden Wanders kommt. Mhm. Nämlich auch irgendwie coole Songs, die ich gar nicht erwartet hätte. Also erstens mal Ghost, sehr, sehr cool. Das Love ist it. Sicher nicht dein Einfluss. Gar nicht. Na. Yeah, und probably not. Und Rammstein. Das war auch super, super cool. Ich hatte das gar nicht mehr im Radar und ich habe den Song, glaube ich, den ganzen Tag gehört, weil es einfach so cool ist. Ja, shout out to you, my boy. Your boy. My boy. He's my boy. Dann ganz dubios. Ganz dubios. Ich habe versucht herauszufinden, wer das ist. Keine Ahnung. Und zwar eine Instagram-Page, ganz simpel, heißt einfach metal.at. Und die Seite baut gerade ur das Following auf. Und stellt halt eine Underground-Band nach der anderen vor und verlinkt und macht eigentlich relativ aggressives Instagram-Marketing. Ja? Und grabt auch alte Bands aus, wo ich gespielt habe. Und ich habe die halt mal angeschaut und gesagt, hey bitte, wer seid ihr? Was macht ihr? Was ist eure MO? Ich hätte das gerne wissen für meinen Podcast. Ja? Und keine Ahnung, die arbeiten einfach und zeigen und vergrößern das Following und präsentieren einfach Bands. Geil. Ja, ohne irgendwas, aus dem Nix. Also, sicher, dass das nicht du bist? Who the fuck are you? Who the fuck? Yeah. Bist du sicher nicht du, wenn du schlafwandelst, irgendwie zahlst? Ich kann sagen, Following. Wenn ich schlafwandle, dann mache ich das mit meinem Kind zum Windeln wechseln und so, weil geil. Ja, meine Frau sagt mir dann immer, ja, in der Nacht hast du das und das gesagt und das gemacht. Und ich so, okay, aus meiner Sicht habe ich geschlafen. Okay. Ja, vielleicht bin ich Metal.at, ich weiß nicht. Ja. Du hast noch eine Band, eine recht bekannte bei uns im Podcast, das gemeint, Minsk. Minsk, genau, ein Shoutout an Minsk. Ich bin wahrscheinlich sehr, sehr spät irgendwie, weil ich habe gesehen, der Song ist im Mai released worden. Aber ich habe mir den heute angehört und was wird's? The Amendment of a Cosmic Fault. Geil, ich liebe Namen, die einfach lang sind, weil sie schon so monumental sind. Richtig, richtig cooler Song, taugt mir, Sound gefällt mir, die ganze Atmosphäre ist unglaublich super. Geil und auch die Promo-Shootings, die sie jetzt geshared haben, den einen oder anderen kenne ich ja sogar irgendwie peripher und es war, ja, bin sehr hooked, also ich freue mich, wenn da was Neues kommt, auf jeden Fall. Ist für Fans von, wie würdest du sagen? Geile Musik. Nein, von. Ist es Black Metal? Kinda. Ich bin wirklich ein Noob, was das angeht. Weil für mich ist halt alles Black Metal. Ich find für Fans von Septic Flesh zum Beispiel, okay. Die finden sicher auch viel Freude an Minsk. Okay. Ja, das ist mega cool. Mhm. Und ein letzter Shoutout noch an den Chris Wiesinger von. What? Anchorage? Ja, voll. Too slow. Er hat nachgelassen. Ja, das ist, ich war jetzt komplett detached. Ja, voll. Ja. Weil der hat eine Spotify-Playlist, Heavy Austria, und da gibt es irgendwie so 170 plus Songs von österreichischen Bands. Wird auch immer aktualisiert. Also wenn ihr einfach mal schauen wollt, ich habe das heute zum Beispiel gemacht und ich kannte viele, die meisten, aber es waren doch ein paar Sachen dabei, wo ich mir dachte, okay. Kenne ich noch gar nicht. Finde ich cool. Kann man sich auf jeden Fall mal reinhören, reinschauen. Ja. Gut. Über was möchtest du heute reden? Wir reden heute über dein Kind für eine Dreiviertelstunde. Ja, du bist ja frisch Daddy geworden. Yes. Und yes, da ist ja auch ein bisschen Zeit flöten gegangen. Würde ich nicht sagen. Ich habe repriorisiert. Okay, du hast Zeit neu investiert, aber yeah. Band, also Zeit, die du vorher vielleicht in Band und in Networking gesteckt hast, genau. Ist jetzt mal geflossen in Familie und was und sehr, sehr gut ist. In die Ruhe und das Kennenlernen, genau. Das stimmt schon. Ja. Und ich habe ein Thema für dich, weil du ja schon da bist als Special Surprise, nämlich... Special Surprise. Ja. Der Jörg ist in seinem eigenen Podcast. Ja, Special Surprise. Peter ist übrigens tot, den man umbracht. Der can only be two. Nein, Peter ist noch da. Wow. Er lacht leise vor sich hin.
Thema Family und Bands. Mhm. Zeiteinteilung, Zeitmanagement. Für dich wird das, oder ist es ein aktuelles Thema, wie kannst du als Daddy-O jetzt außer Dadrock tatsächlich deine Projekte und deine Bands weiterführen? Oh, was ist dein Take on Zeitmanagement für Bands? So gesagt kann ich noch nicht allzu viel sagen, weil das Kind ist relativ neu. Ja. Aber es ist ja stetig so, dass man ständig auf den richtigen Moment wartet, um etwas anzufangen oder um etwas zu reorganisieren und so weiter und so fort, in der Richtung, wo alles sitzt und passt und ready ist, der perfect moment und jetzt kann ich mein Ding beginnen. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, worauf viele Leute warten. Ja. Mhm. Sei es jetzt, um ein neues Projekt zu starten oder, keine Ahnung, um mit Sport zu beginnen und generell eine Lebensumstellung. Ja. Und die Sache ist, ich glaube nicht, dass es den perfekten Moment gibt. Ja. Es gibt nur bessere und schlechtere Umstände. Ja. Weil irgendetwas kann dir immer mehr oder weniger in deinen Plan kommen. Ja. Quasi, sei es jetzt, I don't know, ja, über das Thema, über das wir heute nicht reden dürfen, ist Corona, oder ein plötzlicher Jobwechsel oder, I don't know, Gründe, dass du aus deiner Wohnung ausziehen musst oder ein Beziehungswechsel, also sowas, ja. Mhm. Oder schlichtweg, keine Ahnung, du verletzt dich oder so oder wirst krank, whatever. Ja. Das sind alles Sachen, die kann man nicht zu 100% kontrollieren und dann braucht man halt mehr oder weniger den Freiraum und den Headroom, dass man sich halt dann weiter navigieren kann. Ja? Mhm. Das ist so prinzipiell so mein Mindset. Also man sollte nicht auf den richtigen Moment warten, ja, sondern den richtigen Moment macht man sich selber. Ja? Und das ist halt die Sache, wie mache ich mir den? Ja? Und das ist schlichtweg eine Priorisierung in deinem Leben. Ja? Und das braucht wirklich ein paar Momente, ein paar stillere im Idealfall, wo man sich hinsetzt und sagt so, okay, gut, was ist überlebenswichtig? Ja? Was unterstützt mein Projekt? Und was kann nebenbei laufen? Auch, ja? Und was brauche ich eigentlich gar nicht? Was funkt mir in das Projekt hinein? Ja? Und überhaupt, dass man auch mal so ein Recheck macht, welche Gewohnheiten sind überhaupt noch, sind brauchbar oder was steht mir im Weg. Ja, und dass du da entscheidest, was man dann wegcuttet und was nicht. Ja. Und die meisten Leute werden einmal sagen, okay, gut, da dreht sich alles mehr oder weniger um den Job oder die Ausbildung. Ja, weil das ist halt der Fixpunkt und das sagt dir, okay, gut, jedes Monat bekommst du dadurch so und so viel Kohle und damit kannst du dein Überleben sichern. Ja. Deswegen setzt du mal alles nach deinen Job. Ja. Und dann ist es schlichtweg, dass du analysierst, welche Sachen brauchen viel Zeit, aber machen sich selber quasi. Und welche Sachen brauchen weniger Zeit und sind kurz, ja, und muss ich aber aktiv machen. Ja. Sei es jetzt zum Beispiel, ein ganz simples Beispiel, ja. Wenn ich jetzt heimkomme nach der Arbeit, ja, und ich möchte mit meiner Band Live-Gig spielen, dass ich mich einmal gleich nach der Arbeit zum Beispiel hinsetze und sage, so, ich schreibe jetzt einmal meine ganzen E-Mails oder meine ganzen Facebook-Nachrichten oder über welche Plattform du auch immer kommunizieren magst, ja, mit den Bookern oder deinen Kontakten und schreibst es halt nochmal. Ne? Das ist um 16 Uhr. Ne? Machst du das alles, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde, je nachdem, wie lange du halt brauchst oder was du schon halt vorbereitet hast. Im Idealfall nimmst du die Mail mit deinem Promo-Stuff. Und jeden Tag um 16 Uhr suche ich mir die gleichen Booker raus. Nein, ja, natürlich, und bombardierst sie dann. Da sorgst du sehr gut dafür, dass du bald keine Gigs kriegst. Nein, und dann machst du das. Ne? Und dann sind die Mails draußen. Da kannst du dann eh nichts machen. Ne? Da liegt es beim anderen, wann der zurückschreibt und ob der zurückschreibt und so weiter und so fort. Ja? Und dann fangst du halt an, okay, gut, und jetzt übe ich meine Sachen oder jetzt record ich oder jetzt schreibe ich Nachrichten an meine Content Creator, ja, und so weiter und so fort. Und dann übst du und wenn du fertig bist mit Üben, dann schaust du wieder E-Mails, weil dann ist vielleicht schon was zurückgekommen. Mhm. Das meine ich mit Long-Term-Sachen, die sich selber
grad machen. Ja. Und Shorts, die du aktiv machst. Und dass du das halt analysierst, ja, wenn du alles selber machen magst. Ja. Ja, du behandelst das irgendwie, du behandelst es eigentlich. Aber wie gesagt, das sind jetzt ganz simple Beispiele, dass ich jetzt nicht da 10 Stunden rede. Ja, du behandelst das eigentlich wie. Ich will jetzt nicht sagen, du behandelst das wie Arbeit, weil das würde so klingen, als würde ich sagen, es ist ohne Freude und ohne. Ich behandle es wie normale Arbeitsprozesse. Ja, aber Arbeitsprozesse, Wahrheit. Genau. Der Prozess genau ist, ist ja der gleiche. Das ist ein Prozess. Ja. Bei dir ja, aber also in ich würde jetzt nicht sagen, bei mir nicht, weil ich meine, es ist bei mir nicht. Bei mir nicht. Ich bin auch nicht so systematisch. Ich bin sehr viel Chaos und ein bisschen sehr viel Chaos, ein bisschen Dedication und sehr viel Motivation. Ja. Mhm. Ich habe aber schon noch das Gefühl, dass wenn ich mir anschaue, wie Bands arbeiten, dass das oft nicht so ist. Also dass das eher so ein ich warte, bis der Blitz mich trifft, so in die Richtung, und dann spiele ich halt, wenn ich wieder die Gelegenheit kriege. Und es ist, also ich kenne niemanden, der wirklich sich hinter zu sagen, ich schreibe in einem gewissen Zeitraum regelmäßig meine komplette Kontaktliste an. Ja. Und weil wir auch das Thema Networking hatten, dass da halt auch viel Zeit, so dass du wirklich mal einfach den Leuten einfach so schreibst und halt in touch bleibst mit allen und halt einfach connected bleibst. Dass du so Check-ups machst und regelmäßig mit gewissen Leuten, und sei es jetzt zum Beispiel I don't know, einmal im halben Jahr, dann habe ich gesagt, hey, was tut sich in deiner Band? Was Neues gelernt? Ja, wie geht's dir das und das an? Was ist euer Zeitmanagement und so weiter und so fort? Ja. Und ja, dass du dir halt wirklich das halt zurechtlegst und überlegst. Ja. Ich meine, bei mir hat Musik immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert gehabt. Ja. Und hat es noch immer, das hat sich auch jetzt verformt, ja. Aber da war es halt wirklich beinhart, okay, gut, was muss ich alles machen, damit ich so viel wie möglich Musik machen kann, ja. Mm-hmm. Und was steht mir im Weg und was brauche ich eher nicht, ja. Und es ist halt extrem viel halt weggefallen, wie, keine Ahnung, Urlaub fliegen, Partying, viel Kino gehen, fortgehen, chillen mit den Freunden und so weiter und so fort. Sondern das war halt wirklich einerseits arbeiten in der Firma Vollzeit und dann heimkommen, arbeiten für die Band Vollzeit. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe mich da selber so, ich möchte nicht sagen motiviert, aber halt so gerichtet, dass es das ist, was mir am meisten Spaß macht und was mich glücklich macht, und ich möchte so wenig Distractions wie nur möglich. Ja. Und dann fangst du eh an, dass du dir überlegst, okay, gut, was ist eigentlich nur Sprinkles in deinem Life, ja, und was steht dir im Weg? Ja. Beziehungsweise natürlich kommt auch mit einer gewissen, wenn du eine gewisse Maintenance-Routine hast, ja, verhinderst du auch, dass irgendwas deinen Alltag ruiniert. Ja? Sprich, wenn du eine Routine zu Hause hast, wenn du dich um deine Wohnung kümmerst, wenn du schaust, dass deine Umgebung nicht deteriorated, dass dein Übungsumfeld so ready wie möglich ist, dass du heimkommst und du musst nur einen Computer aufdrehen, einen Amp aufdrehen, ein Instrument einstecken and you're good to go. Ja? Dass du nicht irgendwie extra noch Kabelmanagement, jetzt funktioniert das Pedal nicht, sondern quasi, du setzt dich einmal hin, etablierst deine Base für etwas, ja? Sei es jetzt eben zu Hause deine Übungsstation oder deine Pressemappe für deine Band. Ja? Die machst du einmal, sagst du, okay, gut, Samstag, 1.9., ja? Möchte ich alle Infos zusammengetragen haben, und dann setze ich mich hin, ja? Und tippe das Ganze runter. Und strukturiere das Ganze. Und dann gebe ich es jemandem, der begabter ist als ich, das ist in dem Fall der Peter, und der designt das Ganze und macht es schön und macht es fürs Auge auch. Ja? Aber er bekommt dann schon eine gute Vorlage. Sowas zum Beispiel. Ja? Mhm. Und dass du halt auch denkst, okay, gut, wie kann ich das für den Nächsten, der meine Arbeit übernimmt, so darlegen und so darstellen, dass der so wenig Arbeit wie möglich hat, sich das vorzubereiten, sondern gleich weitermachen kann. Okay. Ja? So in die Richtung. Ja, weil du kennst natürlich dein Projekt und dein Ding, ja, und der andere kennt es nicht so gut, ja, und das muss, diese Verbindung musst du halt schaffen, damit der andere wenig Zeit verscheißt, ja, und so kommen auch weniger Fragen zurück, und ich meine nicht, dass ich nicht gern kommuniziere, aber es ist einfach für beide effektiver, weil eine Nachricht schreiben heißt immer auf etwas warten. Ja. Ne?
Okay, das heißt eigentlich, wenn du es runterbrichst, ist es, wenn wir es zusammenfassen, ist es eigentlich kein Geheimnis. Also der Jörg hat kein Geheimnis, er ist nicht ein Wizard. Ist ein Wizard, aber er ist kein Time Traveler, der einen 42-Stunden-Tag hat, sondern es liegt, die Kraft liegt eigentlich, die Stärke liegt eigentlich in sehr gut durchdachten Prozessen, es ist auch, die du in place hast. Einerseits das und es ist auch sehr viel Routine dabei. Ich hab einen relativ boring, routinierten Tag. Ja? Und ich strukturiere mir meine Tage auch schon meist im Vorhinein. Ja? Ich stehe auch immer um die gleiche Uhrzeit auf. Irgendwie, das ist recht früh. Und fange halt an mit Sport. Und dann habe ich schon mal was gemacht. Mhm. Ja? Und ich mache so Sachen, so wie ich stehe auf und mache das Bett. Ja, egal wie müde oder fertig ich bin, es ist zwar nie super schön, aber es ist einfach okay und das erste Ding gemacht, ready. Ja, und das ist der erste Schritt. Und wenn, dann rollt der Stein schon mal. Ja. Und dann mache ich Sport. Ja, und das kriegt dann Fahrt und mein Körper ist dann auch da. Also du gehst praktisch durch die verschiedenen Prozesse, die du routiniert hast. Das gibt dir auch die, sozusagen, dadurch, dass es nicht per chance ist. Es ist nicht so, dass du das jetzt zum Beispiel an einem Tag sein kann, wo du deine Routinen zurechtgelegt hast, wo jetzt nicht irgendwie, außer es ist halt wirklich was Spezielles, jetzt, aber es kann ja zum Beispiel nicht sein, dass du an dem Tag, wo du dir vorgenommen hast, Pressemappe zu machen, dass da dann halt irgendwie, dann lieber doch nicht. Dann ist es meine bewusste Entscheidung. Dann ist es deine bewusste Entscheidung. Dass ich das sage und dann kommt etwas anders Wichtiges oder ein Notfall oder so. Ja. Ja, weil diese, ich weiß nicht, ich kann es so schwer in Prozent immer fassen. Ich sage so, diese 20%, vielleicht, das lasse ich mir immer frei für Eventualitäten und was ist und so weiter und so fort. Ja. Ja. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt, glaube ich, für viele Leute, für Künstler auch, einen Arbeitsprozess, der dir selber Sicherheit gibt, dass nicht alles einfach immer in der Luft hängt und immer nur ein, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Naja, dann zum Beispiel, keine Ahnung, oh Gott, wir haben eine Recording in 4 Wochen und ich habe überhaupt keine Zeit und ja, dann musst du dir halt das so strukturieren, zum Beispiel eben mit guten Prozessen und Planungen und Routinen, dass du sagst, gut, eine Stunde habe ich freiräumen können, dann ist es halt eine Stunde pro Tag bis dorthin und das ist es. Und mehr ist es nicht. Eine Stunde üben für 4 Wochen ist schon super, super arg. Vor allem für deine eigene Musik ist eh gut, dafür, dass du quasi ins Studio gehst, wo es selten darum geht, dass du dein Zeug super perfekt auf einmal in einem Take spielst, sondern da gibt es ja with the magic of Hollywood, kann man ja auch ein durchschnittliches Take super schön machen. Ja. Also man ist ja nicht alleine mit dem Ganzen. Und das ist das Nächste. Ja. Wenn man in einem Bandprojekt zusammenarbeitet, man ist nicht alleine. Ja. Ich meine, natürlich, man kann der Panzergeneral sein. Außer du bist der Schlagzeuger, dann bist du... Dann bist du alleine mit deinem Scheiß. Ja. Dann lass mich in Ruder mit. Ja. Nein, dann kannst du natürlich auf dich schauen und sagen, so, okay, dann do it myself. Ja. Und dann tust du halt auch alles. Ja. Aber dann rennt halt auch so, wie du das vermutlich magst. Ja. Aber es gibt auch andere Leute und die kann man ja sinnvollerweise auch instruieren und halt sagen, hey, es wäre schön, wenn du so und so viele Booker dann und dann anschreibst und mit ihnen kommunizierst. Unsere Parameter sind diese, am allerbesten schriftlich festhalten alles und mach bitte das mit denen aus. Und deine Findings schreibst du uns dann in die in unsere Facebook-Gruppe oder in eine, keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, wo die Leute sonst was machen. cool wäre eigentlich. Also Aufteilung, Aufgabenaufteilung in der Band. Genau. Aber halt vorher kommunizieren und eine Base schaffen für die Person, die es quasi statt dir oder für dich oder je nachdem, wie du es halt sehen magst, halt macht. Ja. Shoutout an den Podcast, wo wir über Bandhierarchien gesprochen haben, der Peter und ich. Und ja, look that up. Das war die Episode das. Diese. 9,5. Link da unten. Ja. Episode 5. Empire Strikes Back. Das ist jetzt das Empire Strikes. Jetzt ist Empire Strikes Back. Das ist das 5. Meine Lieblingsepisode, by the way. Wenn wir jetzt driften. Ja. Anderes, wir machen auch mal einen Special Big Boys Podcast über Star Wars. Wo wir über Nerd-Stuff reden. Genau. Da laden wir den George Lucas an.
Nein, das machen wir nicht. Der recuttet dann alles ständig. Da kommt die Episode nicht raus. Super. Der cuttet das dann so. Wie könnt ihr das nicht editieren? Seid ihr wahnsinnig? Ja? Need to edit. Madman. Ne? Madman. Ja, voll. Hat das, deine Frage irgendwie beantwortet? Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Antwort gegeben habe. Ja, es gibt Leute, die wollen immer eine Minuten-Antwort haben, aber es ist eine komplexe Frage. Zeitmanagement mit Familie ist keine einfache Frage und da, dementsprechend hast du eine komplexe Antwort gegeben, die für mich vollkommen ausgereicht hat. Eine simple Antwort wäre vielleicht, fang an, dir das Ganze zu visualisieren, arbeite mit Kalendern, ne? Egal, ob du digital oder analog, mit Erinnerungen, ja, und check einmal, wie lange du für gewisse Sachen brauchst, ja, und dann weißt du, wie viel Freizeit du hast, ja, und track vielleicht auch solche Sachen, so wie lange bin ich auf meinem iPhone, auf Instagram oder so. Das ist nämlich auch so eine Sache. Das ist super spannend und da kann man dann sehen, okay, gut, vielleicht sollte ich jeden Tag eine Stunde, vielleicht reicht eine halbe Stunde auch oder so, ja. Einfach, dass du die Zeiten visualisierst, ja, und dann nimmst du dir mal, keine Ahnung, zeichne dir dann deinen Tag auf, ja. Es ist oft auf schwierig. Einem Blatt Papier mit einem Bleistift. Ein Haus und daneben bist du. Nein, das und nicht. Aber halt mit Zeitlinien ja, vielleicht. Oder, I don't know. Es ist ein guter Punkt, weil ich habe das selber bei mir gesehen, bei Üben zum Beispiel. Du sagst, ja, ich brauche jetzt eine Stunde Zeit zum Üben. Davon bin ich eine Viertelstunde mindestens irgendwo in Social Media, weil ich abgedriftet bin. Oh ja, das und, ist bitter. Und das ja, ist halt voll. So ein, eigentlich brauchst du eine Dreiviertelstunde. Eigentlich eine Dreiviertelstunde auch nicht, weil eigentlich reichen für manche Sachen, für wenn bestimmte du übst, Dinge. Wenn du übst und du kriegst eine Message oder so, schaust du? Ja, wenn ich eben nicht aufpasse, wenn ich vergesse, die Fenster vorher zuzumachen und dann schaue ich und so, ah, was war da jetzt gerade? Und das ist eben super unkonzentriert. Ja. Super unkonzentriert und du ärgerst dich dann selber, dass du eigentlich Urlaub gebraucht hast und das ist auch kein cooler Übungsprozess. Du sagst, okay, ich gehe jetzt eine Stunde üben. Genau, ja, richtig. Ja. Und das but first, mit dem Selfie. Und das, also wirklich, wenn du wirklich alle... Handy draußen lassen, keine, wie soll ich sagen, Internet höchstens für Tabs oder sonstige Sachen, wenn du sie brauchst, aber ja, wirklich hinsetzen und fokussieren, dann ersparst du dir auch schon sehr viel Bullshit. Ja. Ich bin ja noch sein alter Depp. Ich drucke mir meine Tabs aus, aber es ist nur, weil ich gern Sachen draufschreibe, weil ich die Tabs auch mitnehme in die BIM und dann mitlese oder so. Und dann, wenn ich sage, there is a slide, dann mache ich mir eine Rutsche mit einer Figur und was Slide. Ja. Solche Sachen. Das kann ich schlecht machen. Ne? Ist auch mein. Und dann habe ich das Blattl liegen und brauche dann auch nichts, was online ist. Also, das stimmt schon. Also da kann man sehr viel sparen. Weil wir schon von Bands geredet haben und Networking, das bringt mich nämlich zum zweiten Thema, das ich mit dir besprechen wollte. Und zwar Wien, Underground, Metal. Das Beste. Die härteste Frage aller Zeiten, die muss ich nämlich vorlesen, damit sie werden wirklich... Werden wir es hier schaffen? Kurzfassung, nein, ihr werdet es nie schaffen. Ach Gott. Ihr werdet es nie schaffen. Doch. Ihr werdet es nie schaffen, nicht labern zu sein. Boom! Boah. Nein. und zwar, du weißt ja auch, dass ich mich wissenschaftlich, halt musiksoziologisch ein bisschen mit der Wiener Szene beschäftige für mein sorry, Studium. Sorry, ich weiß halt echt nicht, wie ich sitze. Sorry. dass ich mich ein bisschen auch auf einer wissenschaftlichen Ebene musiksoziologisch mit dem ganzen Thema auseinandersetze. Für meine Masterarbeit. Du bist ein Subjekt meiner Forschung. Nice. Mit so Pinnwand und so Fäden. Ah, okay, das tut und die Frage, die ich mir stelle, ich habe immer wieder gehört von den Leuten, die Wiener Szene, Happy Family, Familie, Family Feeling. Hippies. Eine riesige Hippie-Kommune. Und jetzt kommt der böse Thomas und nimmt mal den Finger und bohrt einmal so ein bisschen rein und fragt, ist es wirklich so? Ist es wirklich eine Happy Family? Ist es so, dass dieser Zusammenhalt... Ist der Zusammenhalt fake? Ist der Zusammenhalt... Ich würde nicht sagen, ist er fake. Ich würde es positiver sagen. Wie stark ist er wirklich? Mhm. Und was ist ein bisschen
Schablone oder tatsächlich Aushang nach außen, so die Family. Mhm. Ich bin der Überzeugung, dass der sehr real ist, der Zusammenhalt. Halt, aber er ist sehr gebunden auch an den Realraum. Ja, im Moment sind wir alle sehr distanziert voneinander, weil wir einfach sehr schlecht an einem Ort sein können. Ja? Aber sogar jetzt merke ich, dass sich Leute gegenseitig anschreiben und fragen, hey, was ist euer Ding und wie kommt ihr durch die Zeit und habt ihr irgendwelche Ideen, was wir machen könnten? Und der Marco ist einmal zum Beispiel gekommen mit der Idee, er möchte mit dem Viper Room zusammenarbeiten, er möchte quasi so ein Live-Konzert, wie heißt das, wie nennt es die jungen Leute? Livestream, danke. Dass sie Konzert Livestream machen, ja. Und das wollte er selber etablieren und ich habe gesagt, ja, was ich weiß, die Mimi, mit der habe ich jetzt die letzten Monate ein bisschen Sport gemacht. Die Mimi möchte es mit Addicted Rock und im U4 machen. Die haben dort schon die Infrastruktur und alles. Ich so, schreibt es euch einfach zusammen und siehe da, spielen sie schon ein Konzert dort. Ja? Shoutout an die Mimi und das U4. Großartiger Mensch und Addicted Rock. Und eine Location. Super. Ja, voll. Und es ist. Daran hat sich irgendwie nichts geändert. Ja, also es ist schon so, hey, ich brauche was, ich brauche Info, das kommt sofort. Ja. Und es gibt kein Social Distancing, es gibt nur ein Physical Distancing bei uns. Ja. Und das finde ich, das macht eine starke Szene aus, dass auch wenn sich der Umstand ändert, dass das ein gewisser Kern halt doch da bleibt. Und dass die Leute halt gleich gemeinsam nach Alternativen suchen, ja, wie kann man sich da promoten und so weiter und so fort. Und da davor, vor The Rona, kommt es schon ein bisschen mit dem Genre und mit der Szene auch, dadurch, dass alles so ein bisschen Hardcore angehaucht ist und da ja dieser Community-Gedanke ein sehr starker ist, wie du ja weißt, wird das schon noch promoted und zelebriert. Auch. Weiß ich das? Ja, du weißt es. Ja. Vielleicht. Also ich bin sicher, du weißt es. Und wird das schon vielleicht, weil es ihm die Kultur schon gegeben hat, schon übernommen und adaptiert und schon bewusst geschaut, so, ah, okay, wir sind alle Bands, wir sind alle in diesen und jenen Lokalen und deswegen halten wir zusammen und unterstützen uns more, etwas mehr als vielleicht was, eine andere Genres oder so. Ja. Und ja, zugegebenermaßen, es fühlt sich ja auch gut an. Ne? Es fühlt sich gut an, wenn man den anderen nur in die richtige Richtung weisen kann oder ihm irgendwie helfen kann. Ja? Und man sieht dann das Resultat und weiß, ah, okay, die haben das gemacht, aber 1% von dem ist, weil ich das getan habe. Ja? Also das manifestiert ja dein Wesen ja auch im Projekt von einem anderen. Ja? Das ist ein super Gefühl. Ja? Ja, du hast jetzt mittlerweile auch ein reales Baby, aber ich würde schon sagen, dass dein abstraktes Baby ist tatsächlich die Wiener Metalcore, Hardcore, Schrägstrich, Gent, Schrägstrich, alles, was angeschwappt worden ist nach 2014. So, das ist ist ein bisschen so dein Baby. Es gibt viele, viele Mamas und Papas zu der Szene, die da mitwirken. Ja, ja. Aber die. Es ist ein ginormes Baby. Ja. Aber du stehst ja schon relativ im Zentrum von dem. Ja, du hast was ganz Wichtiges gesagt, das möchte ich nämlich, dazu möchte ich den Podcast tatsächlich missbrauchen. Ja. Es gibt kein Social Distancing, es gibt nur ein Physical Distancing. Richtig, voll. Das, aber das ist nicht von mir, das ist von Peter. Das ist von Peter und das ist eine wunderschöne Aussage, die ich auch eben im Gedanken an die Wiener Szene, da gab es tatsächlich, habe ich das Gefühl gehabt, kein Social Distancing. Und unsere Community war tatsächlich friedlicher, auch im Internet, als viele andere, wo es da wirklich... Voll. Also ich kann dir zustimmen, die Frage war mehr oder weniger... Die Antwort wusste ich natürlich selber auch schon ein bisschen, aber es ist auch nichts ausgemacht, was wir da reden. Gar nicht. Ich komme daher und fuck it. Fuck it, schaut auch keiner.
Ja. Du auch nicht. Nein, die Geschichte, dieses, weil es halt oft in der Luft geschwirrt ist und auch einige Leute meinen so, ja, aber das ist keine... Also es gibt ja schon auch Leute, die sagen, ja, Family, aber nur für... Aber ja, nur nach außen hin. Da wird es nämlich ironisch. Nur für die Leute, die halt ewig immer was miteinander machen. You see the pattern, ja? Ja. Also Leute, die miteinander reden, haben lustigerweise irgendeine Art von Community. Mhm. Wer hat sich das gedacht? Und wenn du in der Ecke stehst und schmolzt, hast du keine. Schwierig. Nein, wir versuchen so inklusiv wie möglich zu sein natürlich, aber so, wir treffen uns gern in der Mitte. Wir treffen uns gern in der Mitte. Hast du das Gefühl, dass irgendwer exkludiert wird aus der Szene in Wien? Also aus der Szene, in der wir unterwegs sind, aus dieser Wiener Szene? Weil zum Beispiel Black Metal ist jetzt schwieriges Thema. Dass jemand exkludiert wird. Aber dass eine bestimmte Richtung oder bestimmte Sachen wirklich exkludiert werden. Wenn es nach mir ging, ich hätte so gern Bands aus anderen Genres, aber es ist echt schwer, da irgendwie rüber zum Kommen, rüber drauf oder runter. Welche Genre zum Beispiel? I don't know. Ich finde so dieses ganze Shoegazing und Post-Rock und so, den eigentlich voll gut passen. Ja. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen weiter weg, aber ich kann mir vorstellen, dass das, wenn, keine Ahnung, die Dogs spielen und in New Chapter das Mountain auch spielen kann. Oder Substance. Mhm. Die werden aus Wien sogar, auch eine super Shoegaze-Band. Ja. Solche Bands, Doom-Bands zum Beispiel, Amer gibt es ja auch, aber das ist auch die einzige Band, eben weil die früher mit Interior in einer Metalcore-Deathcore-Combo waren, quasi. Ja. Also da werden mehr oder weniger die Menschen adaptiert. Ja. Da funktioniert es ja, aber wo ist, wie kriegt man den Rest zu uns? Ja? One of Us. Ja. Das ist mir. Also jetzt schau in die Kamera und sag. Wo seid ihr alle? Where the fuck are you? Vorbei. And where the fuck are you? Yeah. Ja, keine Ahnung. Also, ja, wir warten auf. Ich hätte gerne, wie gesagt, ich hätte generell auch viel. Also nicht, dass ich unzufrieden bin mit den Bands, die ich jetzt habe. Yeah, in dieser the Szene. More, the more, the better. The more, the merrier. Ja? Also yeah, ich hab auch das Gefühl, dass vielleicht, keine Ahnung. Auch aus der Oldschool-Szene, es gibt ja tatsächlich auch noch Bands vor uns und die es schon viel, viel länger gibt. Und das wäre auch schön, auch die Leute reinzukriegen, an Bord zu holen. Das ist halt wirklich ein fettes, schieres Underground-Baby wird, das einfach nur das Spawn of Satan ist, wo alle zusammenarbeiten können. Ja. Und eine Lords of Decadence Reunion. Norbert. Und nein. Nein. Lass es. So, haben wir noch Zeit? Oder wir sind eh schon dort, oder? Wo wir hinwollen? Ja, lass uns hören. But fuck it? But fuck it. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ihr findet uns wo man so Podcasts und so findet. Also, und auch auf Facebook und YouTube und Instagram. Und da könnt ihr uns folgen, könnt ihr uns sharen, die Community größer machen. Vielleicht zeigt es uns einmal eure Doom-Band, also der Doom-Band. Zeigt uns eure Doom-Bands. Ja, voll. Und den Doom-Bands eures Vertrauens. Ja. Vielleicht. Und ich zitiere den Peter, bist du Doom? und schreibt fucking YouTube-Comments. Ja, Alter, was ist los mit euch? Redet mit uns. Das ist sehr, sehr einseitig. Und ja, wir freuen uns über jeden Share und alles. Das war's für heute. Stay big. Stay big. Fingerpistole. Akimbo. Okay. Cool. Sehr gut. Dann machen wir 2 und 2.